Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 90 Plus. Heute geht es um den Rückblick der Season 10. Wir beleuchten mal so ein bisschen die Liga 1 bis 3. Werden später ein bisschen auf die Strafpunkte eingehen, die diese Saison ein großes Thema waren. Und natürlich auf den PS4-Bereich, der einsteigt ab Season 11. Zu Gast haben wir heute von ESC Gaming den Groß. Jo, hi. Von Boys in the Hood haben wir den Kampffussel da. Hallöchen. Vom FC Inter Berlin ist Genetik da. Wunderschönen guten Abend. Von Tripalium haben wir Crew. Guten Abend. Und von Incredibles ist der Campino da. Schönen guten Abend. So, natürlich begrüßen wir auch ganz herzlich unsere Zuschauer. Wenn ihr Probleme habt oder Fragen, Ron kommt später dazu. Er wird die dann an mir weiterleiten. Falls ihr Fragen zu den Themen habt, immer raus damit. Da freuen wir uns natürlich. Wir starten mal mit dem Rückblick der Liga. Fangen wir, würde ich sagen, bei Liga 3a an. Da haben wir den Kampffussel da. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was war denn alles so los bei euch in der Liga? Ihr seid ja neu gestartet. Habt wahrscheinlich auch Zielsetzungen gehabt für euch persönlich. Konntet ihr die alle umsetzen? Gab es vielleicht auch Rückschläge in der Saison? Soll ja nicht immer alles nur gut gelaufen sein. Ja, um vielleicht mal anzufangen, natürlich war am Anfang der Saison klar, dass wir natürlich um den Aufstieg mitspielen, ne? Also war eigentlich keine Frage. Wichtig war es halt auch umzusetzen, dass wir konstant spielen, dass wir konstant gute Leistung bringen. Ob es jetzt die Abwehr ist, ob es Mittelfeld oder Sturm ist. Das haben wir, sagen wir mal, in der Hinrunde gut bis sehr gut hinbekommen. Okay. Rückrunde hatten wir dann so kleine Einschnitte, haben wir nicht ganz so gut gespielt, also nicht ganz auf unserem Niveau, was wir eigentlich können. Hatten da so ein kleines Tief, wenn man das so sagen kann, gehabt. Ja, und sind aber im Endeffekt dann doch ganz zufrieden mit unserer Saison. Unser Ziel war zum Beispiel, ich bin ja in der Abwehr tätig, da war es jetzt das Ziel, so wenig Gegentore wie möglich zu bekommen. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und ja, genau. Okay, also Liga 3 kann ich ein bisschen mitsprechen, waren wir auch vor zwei Saisons 21 Gegentore. Ja. Zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend? Wir hätten durchaus ein paar Gegentore weniger kriegen können. Also waren schon einige dabei, die wir uns hätten sparen können. Ehrlich gesagt, mein persönliches Ziel war, unter 10 zu bleiben. Haben wir halt leider nicht. Ja, ist ein sagen wir mal, ein sehr optimistisches Ziel. Du hast jetzt nicht gerade, aber ich habe gedacht, 10 Gegentore sollte man schaffen. Haben wir nicht geschafft, aber im Endeffekt zählt es auch am Ende der Saison nicht. Ja, aber hätten ein paar weniger sein können, ja. Okay, ja. Gab es noch irgendwo Transfers, wo ihr sagt, die waren vielleicht schmerzlich? Ihr hattet Abgänge oder Zugänge? Ja, schmerzlich war natürlich einmal der Abgang von Dimi, also Kingdrim, der wieder zu Inter gegangen ist. Da wir hatten dann halt davor auch keinen Stürmer mehr, also keinen gelernten Stürmer bei uns, haben uns dann erstmal auf die Suche begeben, haben ja dann King Campbell zu uns ins Team geholt. Hat aber einen super Job gemacht, wie ich finde. Und ja, die weiteren Transfers hatten wir dann eben noch Westi dann von Supernova. Daniel kam dann vor kurzem von ATR und zum Schluss jetzt noch der D-Boy, genau. Und, okay, ja. Sehe gerade, dass er schreibt, was halten die Boys davon, dass Metzi zweimal geregelt hat? Also ich glaube, er geht auf die Niederlage ein. Ach so, ja, also die zwei nur eine Niederlage, sobald ich weiß. Einmal Unentschieden und einmal Niederlage. Bei der Rückrunde war ich selber nicht dabei, weil ich leider ein bisschen Probleme hatte mit FIFA. Haben nicht gut gespielt. Ja, haben auch verdient verloren, muss man ganz ehrlich sagen. Und New Work hat auch einfach an dem Spieltag gute Leistung gezeigt. Genau, so bildlich für euch haben wir natürlich auch nochmal die Ligen dazu eingeblendet. Gab es für dich Überraschungen in der Liga? Oder ich sag mal, ihr wart ja vom Niveau her Liga 1 Spieler. Hat dich da in Liga 3 was überrascht? Ehrlich gesagt, überrascht hat mich groß nichts. Also German Palace habe ich oben gesehen, New Work Replay sowieso. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Hohe Spielkultur und Seahawks oben mitgespielt haben. Hat mich ein bisschen überrascht.
Aber sonst war alles so relativ so, wie wenn man sich die Tabelle jetzt so anschaut, war das abzusehen. Ja. Ja, das ist doch mal ein Einblick auf jeden Fall. Also ihr seid rundum glücklich, natürlich bei dem Pokal auch noch dabei, da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Jawohl. Wie enttäuscht war Luca so, dass er nur 50 Tore geschossen Och, bitte groß. Ich denke, der Luca ist. Da wäre vielleicht mal interessant zu wissen, was hat er sich als Ziel gesetzt? Wie viel können oder wie viel gehen? Was er genau für ein Ziel hatte, weiß ich nicht, aber ich denke, er hat seinen Soll mehr als erfüllt. Oh, glaube ich, nicht drüber reden. Hat fast durchgehend super Leistung gebracht bei Boys und somit, ja, was er jetzt genau für ein Ziel hatte, geht mich auch nichts an. Ich denke mal, 50 Tore reichen, oder? Ja, starke Leistung. Haben wir, würde ich sagen, erstmal keinen zweiten, der so viel geschossen hat. Na eben. Ja, super, dann danken wir dir auf jeden Fall für den Einblick und schauen mal in die Liga 3B. Da haben wir den Campi heute zu Gast. Jo. Erzähl du doch mal ein bisschen so rück der Saison. Was gab es für Auf und Abs vom neu alt gegründeten Incredibles? Also erstmal sind wir froh, dass wir aufgestiegen sind. Ich meine, das war auch das Ziel, logischerweise, dass wir aufsteigen. Ihr seid froh, dass ihr keine Relegation spielt, meint ihr? Ja, gut. Sie haben ja die Relegation zumindest, die erste Runde gegen Giampandas haben wir zumindest auch noch ein Spiel gemacht. Weil wir wollten ja, ne, nachdem es dann kurzfristig oder 4 Minuten vorher eben hieß, ne, sind alle aufgestiegen. Und wir aber alle ja im Test waren, haben wir natürlich trotzdem noch gespielt. Aber letztendlich, es lief nicht wahnsinnig viel nach Plan die Saison. Okay, erzähl mal ein bisschen, woran lag's? Fing halt schon vor der Saison an, ne? Wir hatten halt den Kader zusammen, wir hatten einen super Kader zusammen gehabt und vor den ersten Spielen waren halt schon wieder, ich glaube, 4 oder 5 Leute weg, ne? Nur die Säulen, auf die wir gebaut haben. Dann hatte man halt wieder seine Ersatzleute gefunden. Dann war halt zum zweiten Mal unser Zom weg gewesen. Auch in gewissem Maße wegen Unzuverlässigkeit. Da musste man halt sich wieder neu einstellen. Dann hat halt unser LM den Part des Zoms übernommen. Danach lief es wirklich gut. Bis halt unser Zom dann irgendwann gemerkt hat, er hat doch keine Lust mehr auf Liga 3 und er will ja Liga 1 spielen. Und dementsprechend er zurück zu TNR gegangen ist. Dementsprechend war man das dritte Mal ohne Zom. Ja, und mit dem Zom, ich sag mal so, ist halt die wichtigste Position. Fällt halt das Spiel, ne? Wenn man sich halt Woche für Woche wieder neu einspielen muss, weil immer wieder ein neuer Zom da ist, da geht halt dann irgendwann nicht mehr viel. Dementsprechend haben wir die zweite Hälfte der Saison einfach nur noch rumgegurkt und haben irgendwie noch den zweiten Platz über die Linie gerettet. Ich wollte gerade sagen, also die Hinrunde sah das recht dominant aus und dann kam Galaxy United immer näher. Vielleicht magst du ja mal drauf eingehen, so kurz vor Schlussspurt hattet ihr das direkte Duell noch gegen Galaxy United. Das haben sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2-1 gewonnen. 3-2, glaube ich. 3-2. 3-2, okay. Ich dachte irgendwie 2-1, aber auf jeden Fall war es eine Niederlage gegen direkten Konkurrenten. Wie war da die Stimmung im Team? Ja, gut, man ist irgendwie zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast davon ausgegangen, dass man sowieso nicht mehr groß schafft. Dass man das noch biegt. Gut, gegen Galaxy war halt eigentlich ein Siegpflicht. Wir haben auch geführt, haben auch nicht so schlecht gespielt und bringen uns halt, wie halt auch die ganze Saison davor, selber um den Lohn, weil wir einfach so viele leichte, blöde Fehler gemacht haben in der ganzen Saison. Sag mal so, mindestens 50% aller Tore haben wir wirklich selbst zu verschulden. Das war nicht groß, wo Gegner was sehr schön rausgespielt haben, sondern einfach, weil wir einfach gepennt haben. Also Kollektivversagen oder eher so auf einzelnen Positionen mal geschlafen? Kollektivversagen. Also, das fing halt an mit Leuten, die oder generell mit dem ganzen Team, ne, dass wir zu lange gebraucht haben in der Offensive. Bälle zu lang gehalten haben, doofe Ballverluste gekriegt haben und dementsprechend dann Konter kassiert haben. Oder dass man halt in der Abwehr nicht auf einer Linie stand, ne? So dass das Abseits wieder aufgehoben wurde und ein langer Longball gereicht hat, dass die Abwehr überspielt war. Und das zog sich halt dann durch die quasi komplette Rückrunde. Die Hinrunde war gut, und die Rückrunde war halt mehr als scheiße. Ja, man kann halt von Glück reden, dass halt Vereine wie Academy, die mit Sicherheit auch ein wenig mehr ausgeredet haben als das hier, dass die halt genauso geschwächelt haben. Okay, also ich sehe schon doch eine kritische erste Saison mal wieder. Erinnert das so ein bisschen an alte Zeiten, wo auch nicht immer alles glatt lief? Ja, nein. Das waren damals schon noch gewisse andere Probleme. Deswegen wir uns ja damals überhaupt aufgelöst haben, war ja auch, weil wir einfach es nicht geschafft haben, wirklich eine komplette Abwehr zusammenzukriegen. Wir hatten immer nur drei Abwehrspieler. Wenn dann einer wieder kam, war dann der nächste wieder weg. Das Problem haben wir jetzt eigentlich eher nicht. Wir Abwehrspieler haben wir. Gut.
Transfers, die wir getätigt haben, waren halt auch nicht immer glücklich diese Saison. Zum Beispiel mit dem Gladiator, den wir uns geholt haben, der mir hoch und heilig versprochen hat, er ist aktiv. Dann war er eine Woche da, hat im Ligaspiel Rage Quit gemacht, danach nie wieder. dementsprechend, also FIFA 17 kann nur besser werden. Ja, Campino macht Werbung für Einzelspieler, ihr habt's gehört. Greift zu. Ja gut, letztendlich würde ein Gladi eh nirgendwo anders hingehen, außer dass er mit mir spielt oder mit dem Chris. Ich glaube, er kennt auch gar keinen anderen, großartig, aber... ja, es waren halt wieder so Sachen, ne, da opferst du halt Transfers für und nutzen hast halt nicht davon. Ja, ich denke, mit 60 Toren seid ihr ganz gut dabei, mit 24 Gegentoren auch in der oberen Spitze vertreten. Ja gut, die, was wir uns vor der Saison eigentlich gesteckt hatten, war, so wie auch Campo sich das gesteckt hatte, eigentlich unter 10. Von daher haben wir es weit verfehlt, das Ziel. Aber gut, so wie wir gespielt haben, hatten wir es auch nicht anders verdient. Ja, aber Liga 3 sollte man vielleicht auch gar nicht unterschätzen, also... hattet ihr irgendwie Transfersprobleme in Hinsicht von, ach ne, ihr seid ein Liga-3-Club, wir haben gar keinen Bock auf euch? Ja, sag mal so, der eine oder andere, den man dann gerne hätte, der kommt halt nicht unbedingt in Liga 3. Ich meine, letztendlich, die wir dann nachher ne, gekriegt haben oder die auch, die wir angeschrieben haben, kamen halt in der Regel auch bei 1-2, ne, wo wir es versucht hatten, die auch Versuche waren, die hatten halt keine Lust auf Liga 3. Weil, sag mal, der größte Teil des Kaders, dem war die Liga erstmal egal. Ich meine, Ziel des Teams oder warum wir uns wieder gegründet haben, war ja, dass wir wieder mit Freunden zusammenspielen, ne? Weil wir da am meisten Spaß hatten. Die okay. 2 Jahre, die wir zusammengespielt haben. Deswegen haben wir den Club wieder neu aufgemacht. Weil wir der halbe Kader kennt sich ja schon jetzt seit 3-4 Jahren. Zum Teil treffen wir uns ja auch wieder, ne? Die nächste Woche. Dann trinken wir wieder gemeinsam ein Bierchen und dann. Großes Kader-Treffen vor FIFA 17, das hört sich doch gut an. Dann wird dann wieder FIFA 17 dann eingeläutet mit dem Bierchen. Ja, gab's für dich sonst irgendwie Überraschungen in der Liga? Oder irgendwelche Vorfälle in der Liga vielleicht sogar? Womit ihr Probleme hattet? Ja, Probleme eigentlich nicht. Wir waren auch die 4-5 Teams, die dann oben um den Aufstieg mitgespielt haben, von denen man erwartet hat, dass sie oben stehen. Dass es letztendlich Galaxy doch recht souverän als Erste geschafft hat, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Da habe ich eher vielleicht noch mit Academy gerechnet. Aber die haben sich ja auch, glaube ich, mehr oder weniger selbst da ein wenig geschlagen. In gewissen Spielen. Ja, das war doch mal ein interessanter Einblick. Und für FIFA 17 seid ihr vorbereitet. Das hoffe ich doch. Ja, den einen oder anderen suchen wir noch. Wurde ja wieder ein bisschen aussortiert noch, was Inaktive angeht oder was Aushilfen angeht, die jetzt wieder weg sind. Ich hoffe mal, dass uns das Ganze erspart bleibt, was wir diese Saison hatten. Dass wir vor der Saison wieder noch 4-5 neue suchen müssen. Sondern halt frühzeitig den Kader zusammen haben, dass man sich auch vernünftig einspielen kann. Ja, Kambi, aber sei nicht traurig, ihr seid nicht der einzige Club mit hoher Fluktuation. Da gibt's auch noch ein paar andere. Ihr macht das schon. Dann kam natürlich auch noch dazu, ne, dass dann irgendwann auch noch Ende FIFA 16, ne, die Lust, die ist halt bei dem einen oder anderen auch, die etwas weniger wird. Wenn dann halt der nächste FIFA-Teil vor der Nase steht, der kam halt auch noch so ein bisschen dazu. Aber wir hat FIFA 17 wird angegriffen und dann wollen wir auch wieder aufsteigen. Aber Liga 2 wird halt wirklich spannend. Ja, nächstes absolut. Jahr. Wir hoffen, dass ihr natürlich eure Ziele wieder umsetzen könnt. Sind natürlich auch gespannt, wie sich das in Liga 2 entwickelt. Da werden die Gegner noch ein bisschen härter werden. Und dann bedanken wir uns für den Einblick für eure Saison oder der Saisonrückblick. Wie du schon sagtest, machen wir in Liga 2 weiter. Da haben wir von Tripali und die Crew heute hier. Bitte? So, magst du uns ein bisschen erzählen, wie eure Saison verlaufen ist? Also, ich bin der Chewbacca auf jeden Fall. Genau. Chewbacca. ja, klar, kann ich gerne machen. Also, ist allerdings ein recht langweiliger Einblick, weil bei uns größtenteils wirklich alles so lief, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten am Anfang so ein bisschen holprigen Start, haben uns da ein paar Mal ein paar Punkte blöd nehmen lassen, aber haben dann durchweg diese ganze Saison eigentlich sehr souverän gespielt. Hatten, glaube ich, zwischendurch mit dem Pokalspiel ausgenommen, 12 Siege in Folge und sind, glaube ich, sehr souverän dann auch zeitlich aufgestiegen. Ja, gegen Ende der Saison, wie im Campi auch schon angesprochen, als bei uns der Aufstieg klar war, hatte keiner mehr Bock auf FIFA 16 und da haben wir so in den letzten 4 Wochen dann schon auch unseren Faden verloren, ja, haben wir nicht mehr konsequent trainiert und dementsprechend auch kacke gespielt, das muss man ganz klar sagen. Da
Das ist mal ein ehrliches Statement. Ihr seid jetzt zusammen mit Provo Giants aufgestiegen, also jeweils aus einer Liga, also Liga 3A und Liga 3B. Was war denn als Saisonziele angepeilt? Weil ihr wusstet ja, okay, die Provo, oder gab es für euch noch irgendjemanden auf dem Zettel? Ich meine die Sharks eigentlich. Mit den Sharks seid ihr jetzt zusammen aufgestiegen, auch gegründet aus vielen Liga 1 Spielern. Habt ihr da noch irgendjemanden anderes auf dem Zettel gehabt oder gedacht, dass es enger wird? Also große Favoriten gesehen haben wir eigentlich die Sharks, ja. Aber ich fand es dann doch ein bisschen überraschend, dass wirklich so viele Liga 3 Teams, also Aufsteiger aus Liga 3, so weit oben sind. Ich meine, wir haben mit uns auf dem ersten Platz, Provo Giants, zweiter, Catenaccio, vierter, fünfter Sharks. Das sind alles Liga 3 Teams. Also das fand ich schon überraschend. Ich dachte eigentlich, es ist eine größere Kluft zwischen den Ligen. Ja, das ist so ein kleines Phänomen. Ich habe das die letzten Saison schon beobachtet. Also irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, die Aufsteiger regeln mal eben Liga 2. Ja, durch so Neugründungen von irgendwelchen Teams, die dann mit erfahreneren Spielern kommen, so wir jetzt halt auch. Das ist halt nicht optimal gelöst, finde ich. Also es ist halt dann oftmals ein Durchmarsch, gell? Ja, nein, also so, wie gesagt, habt ihr echt eine stabile Saison gespielt, ich denke, außer Frage. Ihr wart ja relativ früh als Meister, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar der Erste, der feststand, ne, dass ihr aufsteigt. Direkt das diese Saison. Weiß ich nicht genau. Ah, ich glaube. Giants einen guten Job macht, auf jeden Fall. Gibt's bei euch transfersmäßig irgendwas zu berichten? Ja, wir haben 1, 2, 3 Abgänge. Und zwar einmal der Nick hat uns verlassen. Beziehungsweise, wir haben uns getrennt, weil das einfach so vom Spielstil ein bisschen eine andere Auffassung war. Ja, wir identifizieren uns eigentlich gar nicht mit der Leistung, die wir in der Pro League bringen. Ja, das ist, sage ich mal, zweitrangig, sondern was uns wichtig ist, ist, dass es auf dem Platz, dass wir unser Spiel durchziehen können und dass wir das spielen, was wir wollen und jeder Spaß dabei hat. Ja, das ist die Prämisse Nummer eins. Und was wir mit unserem Stil erreichen können an Liga-Platzierungen, nehmen wir mit natürlich, aber wir wollen halt nicht unseren Stil irgendwie über den Haufen werfen, nur weil die Engine einen anderen Spielstil vielleicht mehr fördert oder vielleicht dadurch Vorteile zu generieren sind. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, wenn der Ehrgeiz da nachher oder der Wille höher ist, als man eigentlich spielen kann und sich dann zu sehr unter Druck setzt, dann ist das eher kontraproduktiv, ne? Ich denke, das kennen auch einige. Genau, ja. Und wir sagen halt, dass wir Fußball spielen wollen und nicht FIFA spielen wollen. Und dementsprechend ist das natürlich nicht 100% umsetzbar, aber versuchen wir halt, die Lücken der Engine nicht auszunutzen, sondern wir versuchen so zu spielen, wie man es in echt auch machen würde. Ja. Natürlich ist man da eingeschränkt. Und zur Frage zurückzukommen, der Nick, das hat einfach mit dem Spielstil nicht 100% funktioniert, ja. Er konnte sich mit unserem Ballbesitz und Kontrollspiel, glaube ich, nicht ganz so identifizieren. Und auf der anderen Seite haben wir den Tierblitz, der uns leider verlässt, weil er einfach weniger Zeit hat für FIFA und dementsprechend kürzer treten möchte. Und der Hookie sucht mittelfristig wahrscheinlich auch was anderes, weil er auch sehr wenig Zeit hat nur noch und sagt selber von sich aus, dass halt für Liga 1 dann eng wird, nur wenn man nur einmal die Woche trainieren kann oder so maximal, ja. Dann ist das ein bisschen knapp. Und so genau. In Aussicht mit dem Aufstieg in die Liga 1, gibt es da schon eine Zielsetzung? Vom Management des Teams oder vom Team insgesamt? Also nochmal, Platzierung, das ist uns eigentlich gar nicht so wichtig, ja. Also zumal mit FIFA 17 sowieso die Karten komplett neu gemischt werden, da fällt es komplett schwer, sich selbst einzuschätzen oder auch andere Teams. Ich glaube, die Zielsetzung kommt noch. Nochmal ordentlich gemischt werden kann, aber grundsätzlich versuchen wir halt einfach, unseren Spielstil spielen und gucken dann, was da rauskommt. Also ich sag mal, wenn jetzt FIFA 16 weitergehen würde, wäre unser Ziel ein gesicherter Mittelfeldplatz. Ja, ich denke für die erste Saison in Liga 1 ist das immer ein gutes Ziel. Erstmal den Ligaverbleib und dann kann man weiter darauf aufbauen. Mit FIFA 17, wie du schon sagst, sind die Karten neu gemischt. Ich denke, einige werden schon angespielt haben und fleißig diskutiert haben. Wir bedanken uns für den Einblick.
Gerne, bitte. Und gehen wir weiter zur League One. Da haben wir den Großstar. Ajo. So, neben der Namensänderung, was wir ja letztes Mal schon Thema hatten, habt ihr den Ligatitel doch noch geschafft? Wie lange ist es her, als ihr den letzten hattet? Weißt du das noch? Ich glaube, das war der erste in FIFA 16 tatsächlich. Also schon mindestens ein FIFA-Teil her, also knapp ein Jahr wird es her sein. Ich glaube, den vorletzten oder letzten Liga, also in FIFA 15, hatten wir geholt. Also wie gesagt, ein Jahr ungefähr ist schon her, schon lange Zeit. Ja, was hat denn euer Formloch verursacht? Also ich habe ja schon so gefühlt gedacht, ihr macht so einen auf Season 9, wo ihr eigentlich auch schon sicher vorne weg wart. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, also das ist ein Phänomen bei uns gewesen. Wir haben, ich glaube, die letzten zwei oder drei Seasons sind wir immer in den letzten Spieltag als Tabellenerster gegangen, seit die IPL sich aufgelöst hat, war das. Immer als Tabellenerster in die letzten zwei Spiele gegangen und haben sie jedes Mal hinbekommen, möglichst wenig Punkte zu holen, damit die Verfolger uns noch überholen können. Und diesmal sind wir halt mal als Underdog reingegangen, als, ich glaube, Dritter sind wir reingegangen in den Spieltag, haben unsere beiden Spiele gewonnen und haben dann mitbekommen, dass die anderen schon ihre Spiele verloren hatten. Waren dementsprechend auch überraschter und glücklicher. Und ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Abschlusspanik, dass wir immer als Erster reingegangen sind und dann Angst hatten, Meister zu werden, ich kann es dir nicht sagen. Dabei kennt ihr euch doch mit Titeln aus, ne? Ja, aber uns hat ja auch viele Veränderungen gegeben. Ein paar sind neu, seitdem die da sind, haben sie auch noch keinen Titel geholt, für die ist alles Neuland. Vielleicht Nervosität, weil bei uns am letzten Spiel, da war es auch so, gegen den Faculty, haben wir 1-0 geführt. Und dann waren alle in der 90. Minute so hyped, dass dann nur im TS rumgeschrien wurde und ah, hau den Ball weg, hau den Ball weg. Und dann haben wir auch nochmal eine Riesenchance zugelassen. Gott sei Dank haben sie die nicht genutzt. Aber das ist halt schon ein Punkt, der auf jeden Fall wichtig war und das, der uns auch mehrfach getroffen hat. Das war auch unter anderem, ich glaube, die Saison davor gegen Pink Panthers 3-2 verloren haben, wo wir nur ein Unentschieden brauchen. Mhm. Und dann sind wir Meister und dann verlieren wir so ein Spiel 3-2, weil wir einfach so nervös sind und so viele Fehler machen, die total unüblich sind. War ja. So, ich sag mal, nachdem ihr stramm davongezogen seid, ich sag mal, Anfang der Saison war das noch ein bisschen eng, Mitte zur Saison sah das schon anders aus. War die Zielsetzung klipp und klar, wieder einen Titel jetzt reinzuholen? Aber wir haben uns gesagt, zur letzten Saison wollten wir eigentlich nochmal einen Titel holen, weil ohne Titel aus FIFA 16 rauszugehen, wäre schon eine sehr, sehr schwache Bilanz für damals noch Rage. Das haben wir uns logischerweise am Anfang des Teils anders vorgestellt. Und obwohl halt wir viele Abgänge hatten am Anfang der Saison mit Mick, mit Angelo, mit Juffi, die uns alle verlassen haben und wir recht viel umstellen mussten, hatten wir dann doch einen recht starken Kader zusammen und haben am Anfang auch, ich sag mal, mit der Meisterschaft nicht geplant, aber da es kein wirkliches Team gibt, was dominiert und alle Teams auf einem ungefähr gleich guten Level sind, haben wir uns gedacht, da ist auf jeden Fall was möglich nach oben hin. Und der Anfang lief auch gut, ich glaube, wir hatten erst 13 Spiele oder sowas, keine Niederlage. Und dann plötzlich war der Wurm drin, dann haben wir 6-7 Spiele in Folge verloren. Ich glaube 6 waren, ja. Und dann kam Neverlose und hat gesagt, ab jetzt gewinnt ihr jedes Spiel und werdet noch Meister. Und tatsächlich haben wir dann die letzten 5 Spiele gewonnen und wurden Meister. Also großes Lob an Neverlose auf jeden Fall für den Ansporn und die hellseherischen Fähigkeiten. Ja, also ich bin absoluter Fan von, sag mal, wenn der Titel am letzten Spieltag entschieden wird. Das war jetzt die Saison so und die letzte Saison. Ich find's klasse. Gab's für dich irgendwelche Überraschungen in der Liga? Also sag mal so, ich hätte auch damit leben können, wenn wir das durchgefahren werden ohne Niederlage von Spieltag 1. Also, hätte mir persönlich besser gefallen, wenn es ein dominierendes Team gibt und es bestenfalls logischerweise wir sind. Aber es ist schon geil, so eine Spannung am letzten Spieltag, wenn du da weißt, du musst jetzt beide Spiele gewinnen, sonst wird's eng. Das macht schon Spaß, aber ja, viele turbulente Phasen, viele Neuzugänge, das macht's halt auch nicht einfacher. Und dann so ein Formloch plötzlich, wo wir auch unglücklich ein paar Spiele verlieren, ein paar Spiele dumm verlieren. Ja. Aber was heißt Überraschung? Also wie gesagt, wir hatten von Anfang an die Meisterschaft mitspielen wollen, haben es ja auch gekriegt. Supernova war natürlich ein Team, mit dem wir gerechnet haben, die sind ja Zweiter geworden. Mhm. Supernova, Knallgas waren eigentlich persönlich meine Favoriten mit auf den Titel. Und ich hatte noch mit Team No Return gerechnet, die aber nicht ganz so konstant gespielt hatten. Und die vier Teams hatte ich eigentlich auf dem Zettel. Was mich überrascht hat, ist, dass FAL so gut abgeschnitten hat. Ich dachte so, dass sie zwar sich locker an der Liga halten und auch um die Europa League mitspielen, aber die waren ja auch noch ein Anwärter auf den Titel an den letzten Spieltagen. Damit hatte ich nicht gerechnet, die hat mich echt positiv überrascht.
sehr gute Saison auf jeden Fall von FL, das muss ich auch sagen. Genau wie Rising Rain, mit denen haben wir jetzt mehr zu tun, deswegen haben wir da auch mehr mitbekommen. Die hatten ja auch ein bisschen eine chaotische Saison mit Abgängen und Zugängen und dann nicht ganz 11 Mann zusammenkriegen oftmals und hatten wirklich eine schwierige Saison und haben es auch noch sehr gut rumgerissen. Von denen hatte ich eigentlich auch nicht so viel erwartet und die haben auch fast noch die Champions League geschafft, haben es dann knapp verfehlt, aber das war auf jeden Fall noch eine sehr starke Saison, die mich wirklich überrascht hat, weil ich halt da ein bisschen Insider-Infos hatte und dachte, das kann auch nach unten hin in die Hose gehen. So, bevor die Zuschauer sauer werden, dass ich hier ein paar Fragen überlese, was mir sonst normalerweise der Run reinreicht. ich habe einmal eine Frage von Obito gehabt. Jo. Subaka, wie sehr freust du dich auf das Derby New Genialos gegen Tripalium? Sehr sogar. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wer jetzt mit welchem Kader New Genialos jetzt nächste Saison antritt und auf wie viele bekannte Gesichter oder wir treffen werden. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon Bock, den Mastia zu kriegen. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Und dann haben wir von Neuer noch eine Frage an Groß. Welcher Spieler war für dich Top-Newcomer der letzten Saison in Liga 1? Ich nehme an, das soll eine Anspielung sein auf unser Voting, weil wir haben so ein Voting gemacht innerhalb des Teams von MVP, also wer Most Valuable Player war am meisten in Anführungsstrichen gecarried hat, obwohl es natürlich immer eine Teamleistung ist beim Fußball, und Most Improved Player, was ja auf das anspielt, und da haben wir persönlich Obito gewählt. Ich habe jetzt auch nicht so viel Insider-Information von anderen Clubs, wer da stark gespielt hat. Ich denke, dass ein Robinho da sicherlich zuzählt mit 21 Toren in seiner ersten Saison, wo ich ihn wirklich wahrgenommen habe, bei Rising Rain, vom Club, wo es wirklich auch drunter drüber gegangen, wie ich schon gesagt habe, weil organisatorisch da einiges zu organisieren war, als Tim Mortel gegangen ist, der da vorher der Leader war, da so ein bisschen so ein Loch hatten. Aber wie gesagt, für mich, obwohl Obito vorher schon gut war, ist es Obito, weil der einfach eine fehlerlose Saison quasi gespielt hat und ja, meiner Meinung nach am meisten verdient hat. Hat einfach stark gespielt und uns mit vielen anderen zum Titel verholfen. Ja, dann schnappen wir uns auch nochmal ganz kurz den Genetik. Liga-Fazit. Ja, viel gegeben, alles verpasst, oder? Naja, also wir hatten ja auch vom Saisonstart hatten wir leichte Probleme mit dem Abgang von Kashi zum Beispiel. Aber allen im allen war die Zielsetzung dieses Jahr oder diese Saison gar nicht so hoch angesetzt, sondern tatsächlich einfach versuchen, international zu spielen. Ob es jetzt Champions League wird oder Euro League, war dabei zweitrangig, aber ja, wie man auch die letzten Saisons gesehen hat, hat es teilweise nie mehr gereicht. Daher hatte man sich auch einfach gesagt, gerade durch die Abgänge und dass einfach eine Zielsetzung zwischen Platz 4 und 8 gegeben sein sollte. Ja, knapp vorbei. Ich denke, die Chance besteht ja heute noch. Ja. Pokalfinale gegen Boys, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann würde ich sagen, danke für euren Einblick, was die Saison so los war. Ich habe noch auf ein bisschen mehr Themen gewartet von euch, die vielleicht noch nicht jeder weiß, aber da habt ihr euch noch zurückgehalten. Da gucken wir mal, ob wir das beim nächsten Mal aus euch rausquetschen. was haben wir noch als Thema? Was hat uns beschäftigt in dieser Season? Ganz klarer Punkt, der glaube ich auch von der Community gefordert war, Strafpunkte. Eingesetzt wurde es im Regelwerk offiziell erst diese Saison. Es wurden vorher schon TPs verteilt, aber ohne ein Regelwerk dahinter. Diese Saison war es dann so, dass das Regelwerk stand. Was sind eure Eindrücke? Da gab es ja so ein großes Thema im Forum. Also ich persönlich finde, wenn man es umsetzt, sollte man es auch richtig umsetzen, weil ich jetzt von einigen schon gehört habe. Ich sage jetzt auch keine Namen, aber ich habe mich mit dem Thema jetzt eigentlich gar nicht beschäftigt, aber ich habe schon von ein paar Leuten gehört, mit denen ich geredet habe, dass manche Teams einfach nie vernünftig gelbe Karten und so eingetragen haben und die auch nicht wirklich dafür mit Punkten bestraft wurden. Ich meine, zwar macht Peters Thema mal größer als es ist, aber wenn man die Regel hat, sollte man sich auch darum kümmern, dass es eingetragen wird, weil es ist ja schon ein Vorteil, ob man da gelbe Karten einträgt oder nicht. Wenn ein Team das konstant weglässt, dadurch weniger Gelbsperren hat, ist es halt schon lächerlich. Sonst kann man die Regel halt gleich weglassen. Da muss man sich dann entscheiden. Geht es auch um ein bestimmtes Team? Ich weiß das nicht, ich sag hier nichts. Ja, mal raus damit, wir waren selber betroffen, also von daher. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Mir wurde nur gesagt, dass es einige Teams da waren, die gelbe Karten und ehrlich mit um nicht eingetragen haben. Ich weiß es nicht.
Aber das ist trotzdem, wie gesagt, entweder man zieht's durch oder man lässt es, eins von beiden, aber so eine halbgare Sache ist halt nicht so gut, weil das hilft nicht weiter, dann kann man es gleich weglassen. Was hatten die anderen so für Eindrücke? Ich denke, da kann jeder so ein bisschen mitreden. PPs wurden, glaube ich, genug verteilt diese Saison. Also ich sehe es ähnlich. Wenn man so ein Regelwerk macht mit Strafpunkten, was ich gut finde, weil es halt immer mal jemanden gibt, der es vergisst. Ich meine, ich hab auch zweimal vergessen, Screenshot zu machen. Ist mir dann halt immer erst nachher aufgefallen, wo dann alle aus der Lobby raus waren. Aber wir haben unsere Strafpunkte auch dementsprechend dafür kassiert. Ich meine, so gelbe Kartenmäßig und so hatte ich eben alles eingetragen. Aber wenn man halt die Regeln macht, dann muss man halt auch generell auch alle Admins, ne, für alle Ligen ist dann halt, würde ich auch gleich handhaben. Man kann dann nicht sagen, in der einen machen wir es so, da machen wir es so. Wenn, dann muss es dann halt auch wirklich für alle gleich sein. Ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, ja. Wie würdet ihr sagen, wie ist die Ligaleitung mit der Situation umgegangen? War das für euch zufriedenstellend? Nur, also ich sag jetzt mal, ist ja offene Rederunde, brauchen wir ja kein Geheimnis drum machen. Es wurde ja abgearbeitet. Es ist ein. Ich weiß gar nicht, wie viele Beiträge da waren und wie viele Leute da ihr Senf zugelassen haben. Lange kam keine Antwort. War das? Ich fand es persönlich nicht gut von den Admins, weil es einfach viel zu lange gedauert hat und dementsprechend der ganze Zoff mehr oder weniger in dem Thread einfach immer größer wurde, weil halt lange kein Statement kam oder nicht zurückkam, was jetzt in der Sache ist. Kein Mensch wusste, wo es lang geht oder was jetzt Sache ist bei der Sache. Ja, also sag ruhig. Ich hätte mir auch grundsätzlich von Admin-Seiten ein bisschen mehr Transparenz gewünscht in der Entscheidung. Ich bin da jetzt aber auch nicht voll im Thema, also ich weiß gar nicht, was da jetzt weiter passiert ist. Allerdings, wenn man mit dem Finger auf Leute zeigen sollte, dann sollte man eher auch die Teams zeigen, die sowas bewusst machen, weil das einfach ehrenlos, sowas falsch einzutragen. Wir spielen hier FIFA und es geht nicht um Geld oder irgendwas. Und im Sinne des Fair Plays hört sich das an. Dann setze ich halt mal aus, ja, mein Gott. Also vielleicht für die nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Der Liga-Admin hat eingegriffen und hat gesagt, okay, wir kümmern uns drum, handeln das Thema ab. Haben sich dann in Ruhe zusammengesetzt, haben geguckt, was ist überhaupt abgelaufen in der kompletten Season. Das wurde wohl ein bisschen schlüren gelassen, haben sich dann alle Spieltage angeguckt, das heißt alle Begegnungen, und haben dann ein Fazit gezogen. Somit wurden entsprechende Teams dann bestraft, aber bis auf drei Teams, glaube ich, war kein Team sauber, das nicht richtig eingetragen hat. Also ich denke, da kochen alle mit Wasser, und Fazit der Admins war, dass kein Team Absicht unterstellt wurde, irgendwas falsch eingetragen zu haben oder gelbe Karten gelassen zu haben. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Aber als Fazit würde ich jetzt bei euch mal sehen, dass ihr da mehr Transparenz von der Ligaleitung oder schnelleres Handeln der Ligaleitung euch erwünscht hättet. Ich meine, hätte auch gereicht, einfach unter dem Zeit runterschreiben, wir kümmern uns drum und melden uns dann halt wieder. Dann wäre gar nicht so eine riesige Diskussion drauf entstanden. Ach, die Admins sollten dann einfach mal durchgreifen. Also, mal abgesehen davon, dass sie bei den Themen immer, ich sag mal, alles rauszögern. Ich meine, das ist ja auch, wie gesagt, das ist eine Fun-Liga und die sollen ja auch ihre Zeit haben und die nutzen. Wenn sie etwas für die Liga machen, sollen sie sich aber darum kümmern. Ich finde zum Beispiel, wenn einer oder wenn mehrere Personen immer alles kommentieren, dann wird es halt immer nur noch mehr für die mehr Arbeit für die Admins. Keine Ahnung, es gibt halt ein paar Leute, die suchen einfach nur nach Streitpunkten und nach Punkten, ja, die sie vorbringen können, damit sie überhaupt was zu sagen haben. Die sollen einfach lieber mal die Klappe halten und dann haben die Admins auch nicht so viel zu tun und können sich um ihre Arbeit kümmern. Klares Statement von Groß, auf jeden Fall. Ich denke auch, das hätte alles in alles anders gelöst werden können. Ist nun mal so gelaufen, deckt vielleicht auch mal noch ein bisschen auf, wo die Liga an sich hinarbeiten kann. Das Thema wird halt schon doch ernst genommen, auch wenn es eine Fun-Liga ist. Da sieht man, wie hoch der Ehrgeiz ist, wenn man sogar darauf besteht, was ich gelesen habe, dass definitiv Punkte abgezogen werden im Ligabetrieb und so weiter. Hätte ich auch nicht gut gefunden, so kurz vor Ende der Saison. Naja, jeder sollte ja auch gleich behandelt werden, ne? Ich denke, jede Mannschaft hat das Recht, gleich behandelt zu werden, und es ist einfach wichtig, dass die Admins einfach alle am gleichen Strang ziehen, und wenn sie das machen, dann wird es auch groß keine Probleme geben. Ja. So sehe ich das. Absolut. War auf jeden Fall eines der wichtigen Themen, finde ich, die man noch ansprechen sollte im Rückblick der Saison.
Gucken wir mal, wie sich das nächste Saison entwickelt, ob es da vielleicht noch Regeländerungen gibt. Was haben wir noch als Thema für euch vorbereitet? Der PS4-Bereich zieht in die Pro League ein. Ich denke, einige werden es schon von euch gesehen haben. Für die, die es mal überprüfen wollen, auf der proclubs.de-Seite habt ihr oben das Origin-Zeichen. Ihr könnt aber auch PS4-Zeichner auswählen. Das heißt, ihr geht einmal in den PS4-Bereich oder einmal in den PC-Bereich. Aktuell sind 34 Mannschaften angemeldet für den neuen Ligabetrieb. Ich denke, das ist eine sehr stramme Zahl dafür, dass das erst vor kurzem vermeldet wurde, dass der PS4-Bereich Einzug hält. Ich denke, großen Dank müssen wir natürlich auch an die Quality machen. Die haben auf ihrer Homepage ein Intro erstellt, wie sich Teams hier anmelden können und wie sich einen Überblick über das ganze Geschehen hier verschaffen. Fand ich super. Wie sind eure Meinungen dazu? Dass wir jetzt nicht mehr einzeln im PC-Bereich sind, sondern auch wirklich einen sehr großen Markt dazu holen? Ja, ich denke, man muss halt auch erstmal abwarten, ne? wie sich das Ganze entwickelt, ne? Ob die Bereitschaft groß ist, ob alles ernst genommen wird, ob die Ergebnisse alle richtig eingetragen werden und ob das halt Hand und Fuß hat, ne? Muss man halt auch erstmal abwarten. Wenn das natürlich so ähnlich läuft wie bei uns, dann ist es natürlich erfreulich. Die Community wird größer, der Andrang wird größer. Wird wahrscheinlich vielleicht auch mehr Zuschauer geben, mehr, die darauf aufmerksam werden. Und da gewinnen eigentlich alle, ne? Da kann jeder Einzelne profitieren davon. Aber ich denke, man muss halt auch erstmal abwarten, ob das auch wirklich so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja, was sagen die anderen dazu? Ich denke, dass es eine gute Idee ist, sich zu erweitern und auch auf andere Bereiche, weil die PC-Community nun mal nicht so groß ist und wenn man da ein bisschen Aufsehen für den Pro-Club-Bereich erwerben will, sollte man sich da auch auf andere, in dem Fall Konsolen, ausbreiten. Ja, also die PS4 hat auf jeden Fall eine super mega Reichweite. Deshalb. Mit Abstand der größte Bereich. Ich finde es persönlich sehr gut, dass sie in der Liga mit eintreten. Da gibt es wirklich ein, zwei Teams, die herausstechen, unter anderem jetzt Equality, die sich da wirklich sehr viel Mühe gesehen haben. Wir für die Zuschauer haben es auch nochmal eingeblendet. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, das ihren vier Kollegen zu erklären. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, ich habe gerade von Tom gelesen im Chatverlauf, dass es auf 3 Ligen hinauslaufen wird. Das ist schon erachtlich, glaube ich. Und lass mich da auf jeden Fall überraschen, dass alles so gut läuft und wer sich nachher drum kümmert. Ja, somit sind wir für den Liga-Rückblick durch. Haben unsere Zuschauer noch Fragen an unsere Gäste? Nein, aktuell sehe ich noch nichts. Jetzt kommen gleich die Trollfragen da rein. Ah ja, ein, zwei Trollfragen, glaube ich, waren schon dabei. War der Call an Horti, glaube ich. Okay, dann würde ich sozusagen mal ein bisschen starten. Wir casten ja nachher noch das Pokalfinale, der Wuschti und ich. Wir würden jetzt gerne noch mal ein bisschen auf den Pokal eingehen. Kleinen Rückblick vielleicht noch mal von Kampffussel und Ron, wenn er schon da wäre, ansonsten nehmen wir Genetik. Kampffussel, erzähl uns doch mal ein bisschen so den Verlauf des Cups. Naja, wir hatten ja in der ersten Runde und in der zweiten Runde zwei ausländische Teams, die ja in der internationalen Liga spielen, haben uns im ersten Spiel doch ziemlich schwer getan. Na, es ist ja oft so, dass man sich gegen internationale Teams ein bisschen schwerer tut. Wir hatten auch unsere Schwierigkeiten, haben es aber im Endeffekt ganz gut gemacht. In der zweiten Runde haben wir dann wir hatten ja diese Vorrunde, dann die erste Runde gegen Tsunami Poland, haben wir 2-0 gewonnen, glaube ich. Da haben wir ganz ordentlich gespielt. Und dann war halt schon der erste Kracher gegen Entourage, also ESC Gaming. Das war schon ein sehr heikles Game, also muss sagen, sehr, sehr spannend. Spannend bis zum Schluss und im Endeffekt hat am Ende ein bisschen der Glückderiche auch gewonnen. Aber es war schon echt ein tolles Spiel, muss ich sagen. Aber ich habe mit Absicht gewinnen lassen. Genau, ja, wahrscheinlich. Da wir wollten jetzt kein FIFA 16 mehr spielen, wir FIFA 17 drauf. Dann hatten wir die Rainbow Unicorns, haben wir auch ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert und im Viertelfinale gegen Supernova war von meiner Sicht her das beste Spiel, was wir abgeliefert haben in der, sagen wir mal, in der Endrunde. War echt ein super Spiel dabei. Und im Halbfinale dann gegen Overtime. Soweit ich weiß, war das auch in der Verlängerung.
wo dann der Benny eiskalt eingenetzt hat. Starker Typ. Starker Typ. Ja, jetzt halt dann das Finale gegen Inter heute Abend. Also für das erste Mal, dass ihr jetzt so am Pokal teilnehmt, muss ich sagen, glaube ich, habt ihr die Creme de la Creme erwischt. Zwei Europa League Teams rausgeschlagen, Rage rausgeschlagen, Supernova, hast du ja selber gesagt. Auf jeden Fall ein strammer Zug ins Finale. Und jetzt denke ich, wie sieht deine Prognose für heute Abend aus? Also, da ich ja bei Boys spiele, ist ja die Prognose ganz klar, oder? Also, ja, das Ergebnis, das Ergebnis, die Zuschauer wollen zahlen. Ich tippe nach Verlängerung 2-1. Okay. Ja. Also ein Golden Goal. Ja. So, ich habe gehört, Ron ist auch am Start. Ja, guten Abend. Hallo, okay. Ron. Alle Zuschauer. Alles Gute. Alles Gute, Ron. Ja, danke. Der Fusel hat uns gerade mal erzählt, wie sie die Cup-Saison gerockt haben, dass sie euch dann wegballern wollen gleich. Das ist kannst ja auch mal ein bisschen erzählen, wie war denn bei euch die Cup-Saison? Also die lief überraschend, oder sehr, ich sag's mal einfach mal erschreckend gut. Wir hatten, ja, die ersten Gegner, sage ich mal, hatten jetzt nicht so ein Hammerprogramm wie die Boys. Wir haben ja angefangen mit Run Forest Run, die sind dritter Platz in der internationalen First League. Wir haben mal geschlagen mit 4-0. Dann haben wir mit Academy einen ambitionierten Drittligisten bekommen, wo wir wirklich da sogar 2-1 hinten lagen und das Spiel dann erst so am Ende noch gedreht haben. Also das war so schon das erste Mal, wo man sagte, oh, war gerade so geschafft. Ja, dann kam das Spiel gegen Rising Rain, das war dann, sag mal, der erste Prüfstein wirklich im Pokal. Lagen wir auch 1-0 hinten, aber in der Halbzeit dann noch 3 Tore erzielt zum 3-1. Wer blieb es dann? Ja, im Viertelfinale ging es dann halt noch Blue Jays. Ich sage, war eins der schwersten Spiele gegen die Blue Jays, die wirklich alles gegeben haben. Das war ein richtiger Pokalfight. Also da haben sie in jedem Zweikampf, das war so anstrengend gegen die zu spielen. Und das haben wir erst dann in der Nachspielzeit mit 2-1 gewonnen, das Spiel. Und dann im Halbfinale, ja, aber ich sag mal so, da hatten die Hugo Tigers, sag ich mal, nicht so einen guten Tag. Und da haben wir halt, ja, überzeugenden Auftritt 2-0 dann gegen Rico gewonnen. Somit standen wir dann auch im Finale. Ja, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon gesagt, Liga 1 so ein bisschen Revue passieren lassen. Die internationalen Plätze verpasst. Ziel heute? Das auf uns wird's bezogen, ja? Genau. Ja, also sag mal so, wenn wir heute das Pokalspiel gewinnen, kann uns eigentlich die ganze Bowling-Saison scheißegal sein. Eigentlich, ja, hätte uns eigentlich komplett scheißegal sein. Platz 8, okay, schert uns ein Freilos nächste Saison im Pokal, der Platz 8. Ja, aber gewinnen wir den Pokal, haben wir die Europa League und das ist eigentlich total alles, es erfüllt eigentlich alle Ziele. Ein Titel, Europapokalqualifikation, ja, dieser Pokaltitel, ja, wäre schön. Dann in diesem Jahr schon. Sag uns doch mal ein Ergebnis für heute Abend. Es werden Tore fallen. Also, es werden wirklich viele Tore fallen. Ich sag jetzt einfach mal 3-2 Inter. Was es so in Ruhe gibt, für die Zuschauer vielleicht noch sehr interessant, aber ich bin da auch schon auf Marcells Kampfwurzels Meinung. Das wird sehr, sehr spannend. Ich sage, es gibt 3-2 Inter aus. Ja gut, Ron sagt natürlich, Inter gewinnt, ganz klar. Fussel sagt, nee, wir machen das knapp. Was sagen unsere anderen Gäste? Jeder darf mal tippen. Ajo. Also ich sage, dass es auch ein torreiches Spiel wird. Ich sag 3-1 Boys. Und zwar, ich habe da jetzt nicht so viel von gesehen. Ich muss aber sagen, dass sie in der letzten Woche FIFA 16 gegen die gespielt haben. Ich glaube sogar vor den Ligaspielen direkt. Und da haben sie uns ziemlich platt gemacht. Also ich muss sagen, die sind schon ziemlich stark, aber ich schätze, dass Boys einfach individuell das regeln wird. Also man muss halt auch beachten, lieber Groß, die Ausfälle, die sie an dem Sonntag haben, und die haben es auch in sich. Ne? Wer fehlt denn? Ja, da werden wir dann später in der Vorberichterstattung da noch drauf sprechen. Komm, kurz vor Anstoß. Nur meine Ohren. Ja, da werden wir dann noch uns ein bisschen... Wir wissen schon einiges jetzt hier, aber erst kurz vor Anfang werden wir das beginnen. Aber was ich verraten kann, nein, ich werde heute nicht spielen. Dann habe ich noch eine Frage, wie war denn, was ist dein Fazit nach der Saison?
Mein Fazit? Ja. Wie groß war die Enttäuschung, dass es am Schluss doch nicht gereicht hat für international, obwohl jetzt ja noch die Chance da ist, aber... Also wir haben in der Hinrunde den 9. Platz geholt und in der Rückrunde den 4. Oh, wir echt? Haben in der Rückrunde King Drim gehabt und in der Hinrunde haben wir nicht King Drim gehabt. Soll ich da noch was dazu jetzt sagen? Ah, warum unterscheidet ein Spieler so krass? Ja. Ist halt ein King, ne? Na gut. Hast du King vor dem Namen, ne? Sag ich schon immer. Ja. Oh Mann. Am letzten Spiel. Das ist ganz einfach zu sagen, ja. Das hat einfach die Qualität vorne in der Offensive, hat es einfach um eine Schlagzahl erhöht, das Ganze. Da sind Tore gefallen in der Rückrunde, die fallen eigentlich nicht. In der Regel. Und hinten die Abwehr, 10-0. Wir haben 2 Top-Verteidiger in der Pro League. Die Verteidiger. Und wir haben die Weiße Weste mit Giannis mit 10 Spielern, also in der Rückrunde haben wir eigentlich viele Mal zu 0 gespielt und am Ende auch eine gute Verteidigung mit auch gehabt, die dann auch in der Rückrunde diesen Platz 4 ja uns da gefestigt, aber dass es dann halt nicht gereicht hat, das waren ja wenige Punkte. Ärgerlich am letzten Spieltag, ja. Und unter uns ist ja, gut, waren ja nun die letzten 6 Spiele auf Platz 8. Ja, und das war da, wir haben ein Spiel mal verloren jeden Spieltag, jede Woche. Hinter uns kommt erstmal 6-7 Punkte gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Ja, schon. Also die ersten 8 in der Pro League, das zeigt dann schon so wirklich diese Pro League zeigt wirklich die Saison, dass das Leistungsverhältnis so komplett so. Also, das sehe ich dann am Ende, also sagen wir mal so, passt schon so mit der Produkts-D-Prognose, ja, vor Anfang der Saison. Ja, wie gesagt, mich hat es nur ein bisschen überrascht, weil wir gegen euch gespielt, wir sahen, dass ihr sehr, sehr stark wart und dann habt ihr doch sehr unglücklich 2-1 verloren gegen No Return und damit die Punkte verloren, die entscheidenden. Ja, wir haben gegen Nova gewonnen. Ja. Ja, und dann haben wir geführt gegen Team No Return und dachte, wäre es nicht schon einer. Haben wir geschafft. Ja, ich muss auch dazu sagen, wir hatten einen Bot und eine rote Karte. Ja, das kam noch dazu. Ja, da waren halt 2 Sachen Situationen von Team TNR und die haben dann die beiden Tore gemacht und ja, wir kamen dann halt entscheidend vor das Tor und ja. So ist Fußball. So ist es. Stark wieder groß, ein bisschen Salz in die Wunde schüttet, das ist einfach überragend. Also ich habe die Runde schon mal aufgerollt, hätten wir jetzt verloren, wären sie natürlich noch drin gewesen, ne? Dann wären Fackel die raus gewesen. Dann wäre Fackel die auf Rang 8 gewesen. Aber that's Football. Ich habe noch 2 Zuschauerfragen. Bastiao hat gefragt, wie viele Accounts hatte Groß bereits für FIFA 17 in Origin Access? 4. 4? Ja, ich habe momentan, ich glaube, 34 Stunden Spielzeit. Ja. Kommen gleich noch einige zu. Wenn wir hier fertig sind, geht's wieder ans Zocken. Man muss ja für die nächste Saison vorbereitet sein. So. Und mein Team hält mich ein bisschen für verrückt, aber... Naja, man muss ja vorbereitet sein. Auch ein anderes Thema, der Fingerling hat gefragt, wie schätzt ihr die bisherigen Transfers ein? Also Liga 1 Transfers, der Markt ist ja offen, das heißt, einige Transfers sind über die Bühne gegangen. Gab es für euch Überraschungen? Ja. Also, was heißt überrascht? Ich meine, man weiß ja auch nie, was da bei den Vereinen abgeht oder was die planen. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass Knallgas sich da gleich 3 Neuzugänge geschnappt hat. Also, Hück war es. Zayaletta und Shadow, ja, genau. Hab mich ein bisschen gewundert, ja. Weil sie ja offensiv doch einige Leute hatten. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber ja. Naja, sind ja auch einige in der Offensive gegangen. Das hat mich ebenfalls überrascht, ja. Mich hat ehrlich gesagt der Umbruch bei FL ein bisschen überrascht, weil ich habe reingeguckt und plötzlich sind 6 Leute von FL aus dem Team rausgegangen. Das wollte ich auch gerade ansprechen, 6 Leute. Ja. Unter anderem Sirio als Top-Stürmer, kann man ja eigentlich schon fast sagen. Nach der sehr guten Saison eigentlich von FL, das auch ein bisschen gewonnen hat. Aber beiden Teams so ein kleiner Umbruch, da muss man halt erstmal sehen, wo es hingeht. Ich wollte gerade sagen, den hatte zum Beispiel Rising Rain Anfang der Saison, mussten die sich, glaube ich, komplett neu aufstellen, haben mehr oder minder Transfers getätigt, wo sie sich selber gar nicht sicher waren, ob das passt und spielen solche Saison, ne? Also muss man dazu auch sagen. Manchmal klappt das. So, wir haben noch eine Frage von Neuer an Kantfussel. Overtime hat in der englischen Shoutbox etwas geflammt nach dem Spiel gegen Boys. Was war da los? Ich würde sagen, das haben wir halt gekonnt ignoriert. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was es da ging. Deswegen kann ich groß dazu nichts sagen. Wenn sie geflamed haben sollten, ist irgendwie auch logisch. Man ist halt enttäuscht nach dem verlorenen Halbfinale. Ich denke, ist jeder ein bisschen mad und wenn er jetzt meint, da wurde irgendwas geflamed,
Habe ich so jetzt gar nicht mitbekommen, kann ich leider nichts dazu sagen. Okay, dann, wir liegen super in der Zeit. Ich denke, was noch recht interessant wäre, wo wir jetzt das FIFA 17-Thema schon angekratzt haben, Erfahrungen. Wie ist der erste Eindruck? Positives, Negatives? Haut raus! Teams, die Fußball spielen können, haben einen Vorteil. Teams, die Fußball spielen können, haben einen Vorteil. Das erste Mal in FIFA. Ja, okay, schlussfolgerst du, warum? Weil man das erste Mal vernünftig ein richtiges Passspiel und Kombination aufbauen kann und dieses sinnlose Raufgepresse. Ich möchte das auch keinem zu nahe treten, aber viele Teams, auch wir teilweise, haben einfach dummes Raufgelaufe, sage ich mal, als Pressing bezeichnet und das gespielt. Und da in FIFA 16 und alle vorigen Teile kein vernünftiges Passspiel möglich war, war das auch sehr erfolgreich, dieses Rauflaufen, weil du dich nicht rausspielen konntest. Ich denke, das wird sich diesen FIFA da extrem ändern, weil wenn die Leute sich vernünftig anbieten und man den Kurzpass vernünftig spielt, wird dieses blöde Raufgerenne richtig viele Lücken reißen und gute Teams werden daraus 5 Tore schießen pro Spiel. Hast du schon pro Club mit mehreren Leuten gezockt oder nur mit Top? Top waren 11 bei uns, ja. Aber mit, ich muss dazu sagen, durchgewürfelten. Gegen 11? Ja, ich glaube gegen 9 oder 10, aber mit durchgewürfelten Positionen, deswegen war das nicht ganz ausschlaggebend. Also haben Innenverteidiger von uns im Sturm gespielt und andere in der Innenverteidigung und war halt ein bisschen gewürfelt, aber schon, man hat schon gemerkt, fand ich, das Passspiel war richtig gut möglich und das sah wirklich mal nach Fußball aus. Hier ist noch eine Zuschauerfrage an Groß. Was sagt Groß dazu, dass man bei FIFA 17 nicht mehr nebenbei auf den Desktop gehen darf? Wie kriegt er das mit seinen Filmchen geregelt? Das war tatsächlich schwierig. Und zwar habe ich mir immer vor dem Spiel eine Serie angemacht. Und wenn die dann geleckt hat oder so, konnte ich sie nicht ausmachen und auch nichts umstellen. Und musste dann mit diesem leckenden Sound im Hintergrund spielen. Das hat mich extrem genervt. Und ja, bei YouTube, wenn man Videos geguckt hat, kam halt das nächste Video und wenn das zu laut war, hat man halt gar nichts mehr vom TS mitbekommen. Ich hoffe, dass sie das zur Vollversion fixen, sonst muss ich mir ein Buch nehmen und das nebenbei lesen halt. Das ist halt die Karriere von Groß gefährdet auf jeden Fall. Auf jeden Fall, deswegen gefällt mir der FIFA-Teil bisher noch nicht so. Ja, sonst noch Eindrücke, Ron. Auch schon FIFA 17 Erfahrung gesammelt. Ja, mein ersten Prototyp-Spiel habe ich gleich 3 Tore gemacht. Oh, wow. Oh, vom jetzt neu gelernten IV zum Stürmer? Höre ich da bei Inter Berlin? Vielleicht. Das auch noch an meinem Geburtstag. Liegt mir echt gut, ich habe auch ein paar Zombie-Spiele gemacht. Ah, schon ein paar Vorlagen habe ich gemacht, also das war schon nicht schlecht. Ja, es ist, sag mal so, es fühlt sich schon besser an. Besseres Feeling, ich denke mal, in diesem FIFA-Teil hat er zwar echt gelitten. Ja, und im nächsten FIFA-Teil, ja. Ich sage nur, du spielst ja auch Hannover. Ja. Du meinst FIFA 16? Ja. Achso, okay. In dem 17er Teil ist der Zom, denke ich, wieder eine Persönlichkeit im Spiel. Ja, die man gerne mal anspielt und die auch gerne ihre Räume sieht und alles ein bisschen flüssiger, wie er schon gesagt hat. Und es ist besser mehr fast fürs Fußballspielen gemacht, dieser FIFA-Teil. Ja, könnte andere Nationen wieder. Ja. Die anderen Nationen dann wieder schlechter laufen. Der FIFA-Teil, aber man weiß es nicht. Kommen auch nochmal Updates oder so in der Spielphysik vielleicht. Am Ende dann nochmal aussehen wird. Frage wird tatsächlich. Schauen wir mal, auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall besser aus. Dieser allgemeine Fußball sieht echt schon besser aus. Na, man muss halt abwarten, wie es mit vollgelevelten Bros nachher aussieht. Dann wird es auch noch. Ja. Also, was vielleicht ja auch noch ein Thema wäre, denke ich, wenn wir jetzt FIFA 17 ansprechen. Es ist möglich, in den 10 Stunden haben wir teilweise 80er Pros. Also, was sagt ihr denn zum Level-System? Das ist das Beste, was sie geändert haben. Endlich muss man nicht mehr so dumm rumleveln und einfach nur sagen, so, ich brauche noch 30 Flügelwechsel oder ich brauche noch 40 Grätschen und level die im spontanen Spiel, sondern kann wirklich einfach ein bisschen darauf hinzocken. Und es geht zwar meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell, wie gesagt, damit 10 Stunden kommt man schon als IV weit. Ich als Torwart kam zum Beispiel nur auf mein höchster Count, glaube ich, 82. Das geht, aber das ist schon noch ein bisschen zu schnell, finde ich, zu leveln, aber dass sie es endlich geändert haben, dass man nicht mehr leveln muss, sondern einfach nur zocken muss, ist halt einfach das Beste, was sie hier reingebracht haben, nach dem Einwurf antäuschen. Ist das denn wettbewerbsfreundlich? Also kann man da später dann garantieren, dass alle die gleichen Pros haben, oder? Geh davon aus. Also wenn ich mich auch mal in die Diskussion einschalten darf,
Hallo, Wurschti. Hallo. Meiner Meinung nach finde ich, das Leveln ist eigentlich sehr benutzerfreundlich geworden, aber auch, wenn man das mal im Blick auf die Leute sieht, die vielleicht jetzt neu in FIFA einsteigen, auch in den Pro-Club-Modus, die haben halt relativ schnell aufgeschlossen dann. Also man findet schnell Anschluss an die vollgelevelten Pros. Wenn ich bedenke, was das für Level-Orgien waren in den früheren FIFA-Teilen, ist die Integration doch da ein bisschen besser gegeben. Ja. Also ich bin auch gespannt. Noch haben wir ja nur anfängliche Erfahrungen gesammelt. Lassen wir uns überraschen. Nächste Woche ist der Release, da werden sich, glaube ich, alle freuen. Viele Zuschauerfragen, hoffe ich, sind nicht untergegangen. Ansonsten einfach beim nächsten Mal wieder reinschauen. Wir haben jetzt noch ein kleines Leckerli für euch. Road to Final nennen wir das mal. Das spielen wir euch jetzt ab und wir bedanken uns auf jeden Fall für heute. Schaltet nicht ab, um 21.15 Uhr geht's weiter mit der Vorberichterstattung, Wurscht und mir. Ansonsten vielen Dank an alle Gäste und natürlich auch an unsere Studiogäste. Bis zum nächsten Mal. Sorry. Prost. Danny. Schön. Ja! Was hast du denn? Jetzt heute, ey, was, oder? Gut. Alle, okay. Ich muss den anschießen. Kann nochmal passieren. Ja, ich weiß, hab ich auch schon gedacht, mir ein bisschen. Ja. Jawohl. Jawohl. Bekram. Hey. Jawohl. Ja, aber schön gespielt. Dirty. Dancing. Dance. Komm her. Ja. Macht sie kaputt. Ja, oh, oh, Steffen! Nico hat die vorher auch schon keinen Bock mehr gehabt, dann eben noch. Oh. Komm, mach bitte den rein. Jawohl. Ja! Schön. Danke! Eins, kommt. Kommt gut. Kommt sehr gut, komm jetzt. Der geht rein. Ja, ja, und ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Jawohl, weiter. Fordern. Lass mich fordern. Nein! Nein! Noch komm! Jetzt! Leute. Jawohl. Ja. Jawohl. Jawohl. Oben kurz. Jo. Jona. Sehr schön. Alle vor. Ja. Ja. Schön, komm weiter. Mit dem Sohn. Oben lang? Krieg ich noch. Kannst du noch? Komm mal hinten. Jawohl. Jona. Ist ruhig. Ja! Alter, hier hinten. Komm! Jawohl. Was ist? Mach alleine. Ja! 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 Das war krass. Wir haben, oh, ja, haben ein bisschen gepennt, hätte ich dann ja. Episch. Aber ja, ich hab ja. Hat er, ja. Vor alle, vor. Na, was? Nee, nee, Leute. Ab durch, Sati. Schau mal. Von vor, bisschen Gegner, komm vor. Ich geh 9 Meter. Ja! Ja, so wird's. Aber. Jawohl, du Rammelpeter. Ja, super Pass, super Pass. Aber. Ja! Ja! Das ist zu geil. Fanti? Jo. Bin da. Kommt. Ja, war schwierig. Was? Tipp an den oberen Mann. War kein Abseits, weit. Ja, das stimmt, gezogen. Oder? Ja, jetzt kommt's. Das war sie eigentlich. Oh. War gut. Jawoll! Jawohl, Demi! Weiter! Nein, oh, oben mal durch. Qualle, Jungs, vor. Kommt! Hinter dir. Ja! Ja. Jetzt! Jawoll! Yeah. Weiter, Jungs. Ach du Scheiße, Mann. Weiter. Was war das denn? Wir haben auch richtig Glück, Alter. Eben auch schon der Pfostenschuss. Komm, Jungs. 0-0. Ja. Mitte, Jungs. Abwischer, Mitte.